Hallo, hier ist Monika von Stempelpunkt aus Krefeld. Heute möchte ich mit euch eine sogenannte Viber-Card basteln. Das ist eine sogenannte interaktive Karte, bei der man etwas bewegen kann. Hier sehen habe ich so etwas bei Stempeline. Die hat so etwas gebastelt. Das habe ich dann mal nachgebastelt. Und für euch habe ich das dann etwas weiterentwickelt. So lässt sich das rausziehen. Und so sieht es von oben aus. Ich dachte mir, wir basteln mal etwas mit Tee. Und da gibt es im Frühlingskatalog, der nun nur noch einen Monat gültig ist, das Stempelset Tea Together. Das zeige ich euch mal. Hier ist das. Das wird es auch weitergeben im neuen Katalog. Und bei der Celebration gab es dazu die passenden Framelits. Und auch die wird es dann im neuen Katalog geben. Und dann ist es durchaus legitim, euch das jetzt zu zeigen. Wir brauchen für eine derartige Karte Farbkarton als Basis. Dann nehme ich jetzt Flüsterweiß, unser Schneidebrett. Und wir schneiden uns einen Streifen in 18 cm zurecht. Und dann schneiden wir zwei Stücke a 10,5 cm. Das sind dann die beiden Teile, die nachher zusammengeklebt werden. Dann brauchen wir Falzlinien. Dazu drehen wir uns den Farbkarton um auf die linke Seite und falzen bei 2,5 cm. Dann drehen wir das nochmal um. Die Vorderseite und falzen bei 4,5 cm. Und das machen wir mit dem anderen Stück genauso. Umdrehen, links 2,5. Zurückdrehen auf die Vorderseite 4,5. Wenn die Schneideklinge schon mal ein bisschen stumpf ist, dann gehe ich einfach mit so einem Stück Schmirgelpapier drüber. Dann kann man die Klinge noch so ein bisschen retten. Ist gerade im Moment aktuell, weil wir mit den Schneideklingen noch etwas Probleme haben in der Lieferung. So, dann können wir schon mal falzen. Und zwar das nach oben und das nach unten. Mit dem anderen Teil genauso. Das nach oben und das nach unten. Da wir Berg- und Taltechnik anwenden, habe ich vorhin das umgedreht beim Falzen. Jetzt nehmen wir uns noch ein Stückchen Farbkarton in Flüsterweiß in 5x5 cm. Das wird unser Mechanismus, mit dem wir das dann hoch und runter bewegen können. Dann nehmen wir unser Schneidebrett noch einmal. Und legen das bei 1 cm an, so wie ihr das hier seht. Ich gucke, dass ich auf beiden Seiten die gleiche Höhe habe. Durch das Karierte kann ich das ganz gut sehen. Und dann falze ich einfach bei 1 cm.
Dann drehe ich mir das um. So. Nehme mir meinen Kleber und befestige nur diese Ecke. Und zwar so. Nur diese Ecke und in dieser Höhe von 2 cm ungefähr. Das muss aber nicht so genau stimmen. Und das lege ich kurz vor der Falzlinie an. Kurz davor ist wichtig, damit das Ganze nachher noch sich bewegt. Das lasse ich trocknen. Und vorne möchten wir ja etwas Dekoration haben und an den Seitenteilen. Und das machen wir jetzt. Wir nehmen jetzt das Designerpapier. Teestube. Das passt ja wunderbar zu dem Thema Tee. Und ausgesucht habe ich genau dieses hier. Da habe ich schon mal etwas vorgearbeitet. Und zwar habe ich eine Teekanne ausgestanzt. Und zwar mit den besagten Framelits, die es in der Celebration gab, diese Teekanne. Das wird mit der Big Shot gemacht. Das muss ich euch nicht extra zeigen. Sparen wir etwas Zeit. So, die hätten wir schon mal fertig. Das Teil haben wir fertig. Dann möchte ich einen Hintergrund haben. Dafür nehme ich Farbkarton und Calypso. Das ist genau die Farbe des Designerpapiers. Und die wäre dann in 10 x 12,9 cm. Dann gibt es etwas ganz Tolles. Und zwar ist das dieses filigrane Papier. Das ist jetzt auch noch im Jahreskatalog drin. Das heißt lasergeschnittenes Spezialpapier, fantastisch filigran. Da kann man sich so ein Teil rausschneiden und schon hat man einen perfekten Hintergrund. Das habe ich dann hier schon mal gemacht. Ja, und das müsste ich dann jetzt mal aufkleben. So, als nächstes kleben wir die Teekanne auf. Dann gab es mal ein Stempelset. Ich kann es euch mal zeigen, vielleicht habt ihr es noch. Das hieß Vollkommene Momente. Da gab es so einen kleinen Teebeutel drin. Den habe ich mal gestempelt. Für vorne jetzt auf Vanille und den kann man auch ausstanzen, da gibt es dann auch die passenden oder gab es die passenden Framelits zu. Die hießen denn Teestunde. So, den klebe ich einfach hier so dran. Ja.
unter den Deckel am besten. Können wir noch ein bisschen kürzen. Und hier vorne bringen wir noch ein kleines Herz an. Das ist auch aus diesem alten Stempelset. Du bist die Bestie. Aber kann man natürlich auch einen anderen Spruch nehmen. Und dann habe ich noch diese Herzchen genommen. Die sind aus dem Frühjahrskatalog. Das sind die Framelits, herzlich bestickt. Die wird es auch weiterhin geben im neuen Katalog. So, das bringe ich dann mal an. Mit Dimensionals. So, dann können wir vorne schon mal dekorieren. Mit dem Flüssigkleber kann man immer so schön noch ein bisschen korrigieren. Dann würde ich hier oben und mal so ein bisschen die Ecken abrunden vielleicht. Mal gucken, wie ich am besten rankomme. Da gibt es auch den großen Eckenabrunder. Der ist noch im Programm. Die Trio-Stanze. Und da bringe ich dann auch einen Teebeutel an. Und setzt noch einen Spruch drauf. Hoppla. Ja, schießt gut. Der Spruch wäre dann in der Teezeit. Das ist noch ein Programm, wird aber rausgehen. Simping Up denkt wohl, dass ein Teeset reicht. So, dann nehmen wir unser Memento-Stempelkissen. Ich nehme gerne immer die Unterlage noch. Von mir für dich. Gut, das passt. Und dann klebe ich noch den Teebeutel dran. Habe ich noch so ein Bändchen dran gemacht. Das ist unser Leinenfaden. Der sieht so aus. Ein bisschen Kleber. Nun möchte ich für die Seiten auch noch ein bisschen Dekoration haben, damit das nicht so nackig aussieht. Und da schneide ich mir nochmal zwei Stücken zurecht. Die sind 10 cm lang und ja, das schneide ich am besten direkt ab. Einmal einen Streifen in 1,5 cm. Und einen in 2 cm. Und jeweils 10 cm lang. Und den bestempel ich mir noch so ein bisschen. So wie hier auch.
schmalen Streifen, nämlich zum Genießen, aus dem Stempelset Teezeit. In Memento. Dann dekoriere ich mit einer kleinen Bordüre. Und das andere Stück, auch mit einem Spruch aus diesem Stempelset Teezeit. Nimm dir Zeit. Und da klebe ich mir den unteren Teil einfach ab. Den brauche ich jetzt nicht. Einmal in die Stempelfarbe eintauchen. Das entsorgen, das ist wichtig. Und einmal den Spruch in die Mitte stempeln. Noch eine kleine Bordüre an den Rand wieder. Die habe ich hier. So, dann bringe ich das jetzt hier an. Hier kommt der schmale Streifen hin. Und hier der Breite. Jetzt kann ich die beiden Teile zusammenfügen. Ich mache das hier noch mal so ein bisschen gängig. Dann klebe ich das hier gegengleich an. Also so. Einen Moment trocknen lassen. Und auf der anderen Seite auch.
So, das wäre die Karte. Das war die erste. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln. Wenn ihr Fragen habt, wendet euch gerne an mich. Im Abspann seht ihr alle nötigen Kontaktdaten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!